Wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Ich glaube, ich werde mir jetzt erstmal den Kaffee machen. Ich bin einfach nur fix und fertig. Ich bin jetzt seit, ja, kurz nach 6 bin ich ungefähr wach. Und wir wollten ja heute gegen 9 in den Funpark. Das heißt, ich habe jetzt noch ein bisschen was zu tun. Oh Gott, man merkt es mir einfach an, dass ich total müde bin. Ich werde jetzt noch ein bisschen was vorbereiten. Die Große hilft mir auch schon fleißig. Ja, geplant ist eigentlich... Ich wollte mal gucken, was wir machen wollten. Also, einmal möchte ich Brotzeitspieße machen. Dann wollte ich eigentlich noch Brokkoli-Nuggets machen. Das Problem ist allerdings, dass ich jetzt echt keinen Bock habe, die noch zu kochen, zu stampfen und so weiter und so fort. Dann gibt es noch einmal Müsli-Kugeln, Energiebällchen, Teigblätter mit Schafskäse und Tomaten-Mozzarella-Spieße. Ja. Und heute Nachmittag werde ich dann... Ach, dankeschön. Super, die kann ich auch gut gebrauchen. Schaschlikspieße. Könnten wir auch noch gebrauchen. Die müssten da unten unterm Herd sein, in dem Schub. Ja, aber jetzt erstmal Kaffee und das ganze andere Gedöns. Servus Leute, ich mache jetzt einfach mal ein Voice-Over. Ich bin mir nicht ganz sicher gewesen, ob ich einfach nur Musik drunter lege, aber ich dachte mir, dass ich vielleicht doch ein bisschen was dazu erzählen möchte. Und zwar habe ich auf TikTok ein Video gesehen, wo eine Dame so Brotspieße gemacht hat. Und ich fand die ganz interessant und auch sehr toll zum Mitnehmen, denn für unterwegs haben die sich wirklich super geeignet. Man kann die natürlich mit dem belegen, womit man es haben möchte. Wir haben jetzt einfach mal ganz normales Brot hier genommen. Ich glaube, sie hatte Toastbrot genommen, wenn mich nicht alles täuscht. Ich kann mich aber gerade nicht mehr wirklich daran erinnern. Und die habe ich dann mit so einem Plätzchenausstecher habe ich es dann ausgestochen. Also, dass da halt eben diese Form da entsteht, das habe ich dann auch noch mit einer Gurke gemacht. Das könnt ihr mit, ja, also wir haben es mit einer Gurke, dann haben wir noch eine Leona-Wurst genommen und Käse. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ich habe jetzt da leider Gottes den anderen Ausstecher genommen, den ich zuerst hatte. Ich habe danach noch einen hergenommen gehabt, der ein bisschen kleiner gewesen ist. Und damit sah es A, besser aus und B, bin ich damit auch besser klargekommen. Ja, und dann sticht man es einfach so ganz normal aus. Und anschließend kann man die dann eben dementsprechend zusammenstellen, wie man es haben möchte. Also auch, ja, von der Menge her, von der Größe her. Wir haben da ganz normal, ich glaube Zahnstocher sind das gewesen von der Größe her, das wir genommen haben. Und ja, das hat sich wirklich super geeignet. Also meine beste Freundin war auch sehr zufrieden damit und hat sich sehr gefreut darüber. Ich habe dann am Anfang und am Ende habe ich noch eine Tomate drauf gespießt gehabt. Einfach, ja, um das Ganze so ein bisschen abzurunden. Ja, und hier habe ich auch noch von der Wurst die Haut abgemacht. Ich habe keine Ahnung, warum. Und hier seht ihr auch den anderen Ausstecher. Also mit diesem Ausstecher hat es so gut geklappt, weil einfach die Gurke einen, ja, viel kleineren Durchmesser, einen sehr kleinen Durchmesser gehabt hat. Und da hat sich der kleine Ausstecher auf jeden Fall geeignet. Ich hatte erst diese Schaschlikspieße, wie ihr da sehen könnt, aber irgendwie war das dann doch ein bisschen... ja, zu groß, weil das hätte ich dann auch in keine Dose reinpacken können. Es hat einfach nicht reingepasst. Und dann habe ich hier die Zahnstocher genommen. Damit hat es wirklich wunderbar geklappt. Und die Tomate, die rundet das alles noch ab. Man kann natürlich auch noch Tomate-Mozzarella-Spieße machen, aber dazu kommen wir dann. Ich habe dann nämlich noch, das habe ich, glaube ich, auch auf TikTok, ich habe mittlerweile so viele Rezepte auf TikTok entdeckt. Da bin ich übrigens auch. Da heiße ich big.mary_, genauso wie auf Instagram. Da heiße ich auch big.mary_. Und da habe ich das her. Und da mache ich übrigens auch sehr viele Rezeptvideos. Eben, weil ich ja zum Thema Geld sparen, Minimalismus und so weiter und so fort. Und da möchte ich einfach meine Rezepte mit euch teilen, die wirklich total einfach sind, schnell gehen und auch preiswert sind. Und das möchte ich dann mit euch teilen, einfach um auch zu zeigen, dass man mit weniger Geld klarkommen kann. Ja, und hier habe ich jetzt diese Energiebällchen gemacht. Dafür habe ich mal eine Banane klein gemacht. Könnt ihr natürlich auch mixen. Anschließend Haferflocken dazugegeben. Und ich habe dann gemerkt, dass die Schüssel einfach viel zu klein gewesen ist. Dann habe ich die zweite Schüssel eingesaut, die dann allerdings auch zu klein gewesen ist. Aber das seht ihr dann später.
Und dann habe ich noch, ich glaube, gemahlene Mandeln und noch irgendwas Gemahlenes. Ich glaube, Walnüsse habe ich dann noch da reingetan. Das wird dann alles gut miteinander vermengt. Und dann habe ich noch Honig drüber gegeben. Den Honig, den ihr, ja, und hier seht ihr ja, ich habe die dritte Schüssel eingesaut. Oh Mann, ey. Ich habe die Menge ehrlich gesagt total unterschätzt. Ich dachte nicht, dass es so eine große Menge wird. Und das nächste Mal, ganz ehrlich, macht nur die Hälfte davon. Ich schreibe euch das Rezept gerne mal unten in die Infobox noch rein. Aber macht wirklich die Hälfte. Das ist einfach viel zu viel gewesen. Ich habe aus dem einen Teil habe ich dann Bällchen geformt und aus dem anderen Teil, das habe ich versucht in den Ofen zu geben, um da so eine Art Müsli-Riegel zu machen. Macht das nicht. Macht das nicht. Ihr esst das nicht. Ja, dann habe ich noch Rosinen klein geschnibbelt gehabt und ich habe hier, wie gesagt, den Honig, der ist ein bisschen fester und ich glaube, mit flüssigerem Honig wäre das viel, viel einfacher gegangen. Dann, ihr könnt es wenden, worin ihr wollt. Ihr könnt Kokosraspe nehmen oder Leinsamen. Ich habe mich jetzt hier für Kakao entschieden. War echt eine super Kombi, muss ich sagen. Also damit hat es wirklich vorzüglich geschmeckt. Ich fand es sehr, sehr, sehr geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, und dann erstmal rollen, rollen, rollen. Das ist eine Arbeit, ich muss ganz ehrlich sagen. Also, das ist so zeitintensiv einfach gewesen. Ich glaube, ich würde das nicht nochmal machen. Und wenn, dann vielleicht einen Tag davor. Ich habe das in der Früh nämlich noch gemacht. Ich habe gedacht, komm, ich stehe früh auf, ne, und mach das Ganze. Pustekuchen, Pustekuchen. Wir sind dann auch später losgefahren, aber egal. Ja, hier habe ich dann die restliche Masse, weil ich echt keinen Bock mehr hatte, das ganze Zeug zu formen. Da habe ich dann alles einfach auf dem Backblech gegeben und verteilt und platt gedrückt. Leute, das hat so viel Zeit auch in Anspruch genommen. Macht das nicht! Zumindest nicht so kurz und knapp, sondern nehmt euch da wirklich ausgiebig Zeit dafür. Und ja, ich habe Handschuhe genommen, weil einfach ansonsten die ganze Masse an meinen Händen geklebt hätte. Und das, nein, das mag ich nicht. Ich kriege dafür ehrlich gesagt total die Krise, wenn irgendwas an meinen Händen klebt. Ich mag das auch nicht, wenn ich beispielsweise Spare Ribs mit den Händen esse und da ist dann die ganze Soße unter den Fingernägeln. Bah, bah, nein. Ich muss da mal so Fingerlinge kaufen. Da gibt es, glaube ich, so Fingerhandschuhe, ne? Also wirklich so, genau, wo man sich halt über die Finger drüber stirbt. Wie so eine Art Mini-Kondom. Ja, das war dann das eine noch. Ihr seht jetzt hier, ich habe dann die Bällchen in so eine Tupperdose reingetan, beziehungsweise es ist keine Tupperdose, es ist eine Glasdose von Amazon. Kann ich euch auch gerne mal unten in der Infobox verlinken. Die sind so toll. Die gibt es auch mit Untertrennung und auch so, dass eben nichts ja innen drin sich vermischt quasi. Kann ich euch sehr gerne unten mal verlinken. Ich finde die klasse und nutze die auch regelmäßig. Eigentlich wollte ich jetzt hier Tomate-Mozzarella-Spieße machen. Also ich wollte Tomate nehmen, dann Mozzarella, dann wollte ich vielleicht noch ein bisschen Basilikumblatt nehmen. Ja, ich hatte keinen Bock. Nein, ich hatte keinen Bock mehr. Deswegen habe ich einfach die Tomaten halbiert. Ich bin so ein kleiner Schelm. Ich habe die Tomaten natürlich abgezählt, dass pro Mozzarella-Kopf eine halbe Tomate kommt, ne? Wie ihr gerade nicht sehen könnt, habe ich alles abgezählt. Und da habe ich dann die Tomaten noch halbiert. Dann habe ich noch ein Dressing gemacht. Ja, bisschen Basilikum drüber und Balsamico-Creme, Balsamico-Essig, bisschen Öl und dann noch ganz, ganz viele Kräuter. Ja, war auf jeden Fall sehr, sehr, sehr lecker. Und später seht ihr dann auch noch, was wir alles so im Funpark erlebt haben. Leute, ich kann nicht mehr reden. Es war wirklich ein sehr schöner Ausflug und ich glaube, dass wir für nächstes Jahr vielleicht eine Dauerkarte nehmen. Bin mir nicht sicher, aber wir tendieren auf jeden Fall dahin. Aber ganz viel Spaß jetzt. Oh ja, der wird sich immer wieder hin und her schieben. Eben. Holti! In den drei Immer wo vorne für den Anstellbereichen, Rücken stehen also. bleiben. Ist auch ein Dino. Bist du jetzt ein Dino? Ja. Ganz gefährlich, ein T-Rex. Ein T-Rex? Schau mal, da hinten ist sogar dein Bruder. Da in Gelb. Ja. Ist es ganz? Nicht offen, okay. Ja, wir sind jetzt übrigens auch im Park angekommen. Okay, warte. Hier brauchen wir keine Maske zu tragen. Am Eingang haben wir eine Maske tragen müssen, aber hier nicht. Ja, die Leute, die pferchen sich auch eng auf eng. Also irgendwie. Ich würde mal sagen, du bist ein großer Dino. Ja, und? Ich komme ja auch jemals wieder raus. Papa! Ich komme wieder raus. Papa, da ist mein kleiner Bruder. Ein Dino wird geboren. Ja, das ist anstrengend. Ich hab's geschafft. Hey, du passt wenigstens rein. Ich hätte nicht reinpassen. Oh, oh Mann. So, Ätzele. Super!
Sehr gut. Und jetzt gehe ich zu meinem kleinen Bruder. Aha. So. Als nächstes und... Weiß ich nicht. Der ist kurz draußen, hier ist so Halligalli. Ja. Da kommt Lisa. Ja, ich komm dann danach. Oh Gott, sie macht wieder rum. Das ist cool. Ich glaube, das ist ein bisschen schnell für ihn. Ich bremse. Echt? Wenn ich nichts mache. Oh Mann. Ich auch gerne, aber hier geht's bergab. Oh Gott, ich mach's. Stopp. Sag mal. Komm ich auch. Auch mal nebenbei. Tschüss. Gottes Willen. Ach ja, stimmt. So, wird es mal wegmachen? Ich will ja jeden, sind ja zwei. Soll ich mal einen nehmen? Ja. Achso, kriege ich auch einen? Ja, klar. Dann kann ich meinen rausnehmen. Und? Die Tomate schmeckt gut. Weiter bin ich noch nicht. Ist das eine coole Idee? Hast du das aus Pinterest oder so? TikTok. Wollte gerade sagen, oder TikTok. Aber ich finde die gezacktere Form hier besser. So wie die hier, meinst du? Mhm. Das stimmt, das kommt besser raus. Ja. Ja, bei dem anderen, die ist auch ein bisschen kleiner gewesen, weil die andere, die war so groß, die hat bei den Gurken nicht wirklich gepasst. Mhm. Jetzt runterkommen. Diese eine Junge ist irgendwie echt ein bisschen überfordert mit den ganzen Balkonen. So. Der hat gerade schon da oben so geschrien und jetzt unten die ganze Zeit noch am Brüllen. Aber ich war mir nicht so sicher, ob der nicht irgendwie ein bisschen irgendwie autistisch oder null. Also Tomate und Mozzarella machen. Die schauen auch geil. Ich hab dann extra die Soße hier extra. Also separat hin. Du stichst mir die nicht, nein. Schade. Das ist bestimmt gut, um den Kreislauf aufzuwecken. Willst du keine Soße haben, Schatz? Schon weg. Hallo, da ist extra eine Soße. Kannst du mal drüber kippen, bitte, und dann kannst du schütteln. Oh, ja, das Wasser kann man ausschütteln. Ew, danke. Du kannst es mit Liebe schütteln. Shake und dein Leben. Hey, hey. Dass nicht alles gut geht. Mit Liebe und Gefühl. Mach du da mal Liebe und Gefühl. Ja, warte, schau. Shay, Shay, Shay. Okay, so. Das ist echt ein Tag. Gar nicht sitzt. Okay, ich glaube, es ist genug geschenkt, oder? Ich denke, ja. Nein, danke. Nein, ich hasse Minigolf. Echt jetzt? Das ist auf jeden Fall praktisch. Du hast nur mehr Mozzarella wie Tomaten, oder? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht genau aufgehört. Okay. Echt? Hast du es abgezählt? Ja. Du Schäden. Unglaublich. Ja, das ist süß. Gibst du jetzt die Flasche an Papa? Wir tun sie auffüllen. Wir tun sie auffüllen. Tada. Oh ja, trink mal, weißt du, ist noch gar nicht, oder? Kuschi, Büschi, Miete, Tatsche. Wow. Oh. Ja, ja, das komm, das schaffst du! Versuch's doch nochmal. Aber nicht mal von meiner Ja, aber ich will da blitzen. Oh Mann, ich hab's geschafft. Schön. Die sind auch schön. Die sind auch toll. Ja. Jetzt schauen wir mal. Es gibt irgendwo. Ja, das ist noch eine Durchgang jetzt einfach. Oh, ein Ponyhof, da wollte ich schon immer einen haben. So ein Ponyhof wollte ich schon immer mal haben. Ein Ponyhof? Ja. Kann ich mein Geld verstecken?
Ich glaube, da kriege ich noch nicht alles rein. Geht sogar eigentlich auch vom Preis. Bitte? Geht sogar auch vom Preis. Ja, das Detektivspiel. Ja. Wahrscheinlich, dass ich da kann. Da hinten chillen zwei in einem Pool und drehen sich. Ich hab gesehen, das ist ein Ehepaar, die Herzen dran, frisch geheiratet. Mein Beileid. Ja. Tut mir voll leid. Ja. Hat sein Leben aufgegeben. Das ist echt geil. Die Sachen sind so süß. So, was wollen wir holen? Eine Eiche. Ist es hübsch, also der hat ein paar Sachen von denen hat er daheim. Damit. Was vielleicht denn das andere ist ein Feuerwehrauto? Nee, weil er halt das Feuerwehrauto von der Viktoria wieder nimmt. Ja, ich war am Überlegen, ihm irgendwas zu schenken, wo er halt ein bisschen mehr spielen kann. Aber das kann er aneinander hängen per Magnet anscheinend oder per Zusammendrücken. Das sieht cool aus. Schauen wir mal, was es noch gibt. Oh, ich bin so gespannt drauf. Also, wir sind jetzt übrigens wieder auf dem Heimweg dann. Wir haben uns jetzt schon mal fertig gemacht soweit. Also mein Mann, der Kleine und ich. Die Große ist noch mit meiner besten Freundin ein bisschen im Funpark, je nachdem. Also es hat jetzt angefangen zu regnen und es ist eigentlich auch schon längst Schlafenszeit für den Kleinen. Deswegen haben wir gesagt, wir fahren jetzt halt wieder nach Hause. Ja, wir sind dann auch noch ganz kurz in den Shop gegangen vom Funpark und haben dann ein bisschen was eingekauft noch. Vor allem auch für Weihnachten. Ich habe jetzt schon das Weihnachtsgeschenk für die Viktoria gekauft und das Weihnachtsgeschenk für den Viktor. Und dann habe ich noch für beide jetzt eine Kleinigkeit vom Funpark mitgebracht. Ja, dann ist das auf jeden Fall auch schon mal erledigt. Das werdet ihr dann aber im Update sehen vom Einkaufen her. Denn das hat jetzt auch mein Mann erstmal gezahlt gehabt, weil ich mein Budget ja nicht dabei hatte. Und ja, dann verrechnen wir das, wenn wir wieder zu Hause sind. Wie gesagt, wir fahren jetzt erstmal heim und sobald wir zu Hause sind, werde ich euch auch mal zeigen, was genau wir eingekauft haben. Ja, mir geht es nämlich auch gerade nicht so gut. Der Funpark ist ja eigentlich ein Nichtraucherpark. Es gibt ausgewiesene Zonen, in denen man eben rauchen darf. Und dann hat da eine Dame neben mir angefangen zu rauchen und ich reagiere da ja so empfindlich. Da habe ich die ganze Zeit husten müssen, habe fast keine Luft mehr bekommen. Also das ist ja nicht lustig gewesen, damit es nicht zu spaßen. Und ich verstehe einfach ehrlich gesagt auch nicht, warum ich A, nicht scharf bin auf der Kamera und B, warum muss man so egoistisch sein, ganz ehrlich, und dann eine rauchen in einem Park, wo einfach auch sehr viele kleine Kinder sind. Ich meine, ganz ehrlich, wenn sie bei ihren eigenen Kindern raucht, dann ist mir das relativ piepsegal. Aber nicht, wenn es dann um meine Kinder und so weiter geht. Ich habe ja auch extra Rauchen aufgehört wegen meinen Kindern bzw. wegen meiner Tochter. Und das geht einfach nicht. Es gibt, wie gesagt, da ausgewiesene Plätze, wo man rauchen darf, kann, wie auch immer. Und es muss dann nicht sein, wo die ganze Meute ist. Jetzt geht es aber Gott sei Dank schon wieder. Also ich kriege auf jeden Fall wieder Luft und der Husten ist auch schon einigermaßen besser geworden. Ja, aber jetzt haben wir dann auch erstmal nach Hause. Für den Kleinen haben wir jetzt einmal das hier mitgenommen. Einfach so für jetzt zum Spielen. Und für Weihnachten haben wir für den Kleinen einmal diesen Zug hier mitgenommen. Der hat, glaube ich, 30 oder 40 Euro gekostet, wenn mich nicht alles täuscht. Und die Viktoria haben wir im Sale dieses Krankenhaus gekauft, beziehungsweise Kinderkrankenhaus. Das hat ursprünglich, ich glaube, ursprünglich hat es ein bisschen mehr oder knapp 100 Euro gekostet. Dann war es reduziert auf 90 Euro und jetzt ist es mit dem Sonderpreis 70 Euro zum Verkauf gewesen. Und dann dachte ich mir, komm, das holen wir. Und zwar haben wir einmal das hier geholt, wo 1 Euro immer gespendet wird an ein Herz für Kinder. Das finde ich ganz cool. Das wird damit unterstützt.
Und dann haben wir uns noch hier so ein paar Drachen geholt in mehreren verschiedenen Farben. Die werden es dann später noch aufgebaut. Ja, aber jetzt packe ich das erstmal wieder ein. Oh, okay, also meine Füße brennen, ehrlich gesagt. Die tun einfach nur weh. Ich mache die Intensität mal ein bisschen nach unten wieder. Ich lasse jetzt noch die Füße ein bisschen massieren. Das dauert so ungefähr 10 bis 15 Minuten und dann geht es denen hoffentlich wieder besser. Ich finde dieses Gerät wirklich so mega praktisch. Wenn ich es finde, dann werde ich euch das auf jeden Fall unten in der Infobox mal verlinken. Es gibt nichts Besseres, finde ich, als nach einem langen, anstrengenden Tag, wenn man die ganze Zeit auf dem Bein gewesen ist oder auch wenn man nicht auf dem Bein gewesen ist, einfach sich die Füße massieren zu lassen. Das hat schon was. Nee, ich hätte dann zumindest hier das jetzt einmal so aufgemacht und dann die Sachen hier vielleicht schon raus. Ja, alles gut, du kannst auch aufbauen und dann so herstellen. Kann man auch machen. Was ist dir lieber? Mir ist es frei. Weißt du, wie diese Creme heißt? Nein. Weil ich finde nur ein Kieselsäuregel. Das wird es wahrscheinlich sein. Sicher? Ja. Du sitzt einfach mal so, dann kann der Kleine das später in Ruhe auspacken. Die Tüten soll ich schon aufmachen. Ja, die Tüte mache ich auch, aber den Rest geht wieder rein. Drachenami! Stunde der Wahrheit. Auspacken. Da. 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 Da ist was drin. Ja, da grinst man. Hihi. Soll ich der Papi da was zeigen? Hey. Was denn? Das gehört zum Küken. Ach nein, das Huhn. Nein, das Huhn kackt ein Hühnchen. Nein. Das ist schon richtig. Nein, das kackt jetzt einen Ball. Aber das bringt Küken zur Welt und keine Bälle. Ich habe jetzt übrigens gerade noch knapp eine Dreiviertelstunde gepennt und meine Haut brennt. Ich habe übelst den Sonnenbrand. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, aber ja, ich glaube schon, hier ist es weiß und hier ist es einfach mal knallig rot. Ich habe mich komplett vergessen einzucremen. Ich dachte mir, naja, ich bin nicht so lange in der Sonne und ich war auch ehrlich gesagt so gut wie nie in der Sonne. Ich war hauptsächlich im Schatten unterwegs. Aber ich bin anscheinend auch ein, ja, Schattenbräuner. Keine Ahnung. Auf jeden Fall nicht schön. Ich habe dann von meiner Mutter, aber das hat mein Mann, glaube ich, schon wieder aufgeräumt, oder? Das ist so eine Art Kieselerde, tut man sich auf die Haut drauf. Und ja, also es brennt jetzt nicht so sehr und durch die Creme, das hat schon ein bisschen sehr gekühlt und auch die Wärme rausgezogen. Ja, durchhalten. Naja, meine beste Freundin ist ja noch drin gewesen im Playmobil-Funpark mit meiner Tochter. Mein Mann holt jetzt gerade ab, weil es doch regnet und ja, ist dann doch besser. Sobald sie dann wieder da sind, wird Abendessen gemacht. Wir machen heute einen Sloppy Joe. Ich bin gespannt, ob ich das hinbekomme. Ich habe das noch nie gemacht. Ich werde jetzt gleich nochmal auf YouTube ein paar Videos angucken zu dem Rezept und dann hoffen, dass ich das hinbekomme. Eigentlich ist es nicht so schwer. Es ist ja mehr oder weniger nur eine Hackfleischsoße. Und dann tut man den Burger nehmen. Übrigens, ich habe auf Instagram einmal abgestimmt. Und zwar, ob ich erst den Schreibtisch oder erst das Sofa aufräumen soll kommende Woche. Und die meisten von euch haben übrigens dann für den Tisch, also für den Schreibtisch gestimmt. Das heißt, ich werde mich nächste Woche komplett nur um den Schreibtisch kümmern. Yay! Okay, ich bin echt so fix und fertig. Für den Sloppy Joe brauchen wir jetzt übrigens 2 Zwiebeln. Dann haben wir hier einmal Burgerkäse, eine rote Zwiebel, eine Paprikaschote, dann noch das Hackfleisch, das ist hier drin und Ketchup. Und natürlich die Burgerbrötchen, die sind da drüben.